Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja Leute, ihr seht schon im Hintergrund, das Jahr des Hahns hat begonnen in China. Ist ja das chinesische Neujahr wieder mal und dieses Jahr ist das Jahr des Hahns. Ja, interessant würde ich sagen. Es gab jetzt zu Beginn schon mal eine Challenge, die geht noch 3 Tage lang. Ich weiß gar nicht, wie lange die ganze Aktion überhaupt geht, ob es nur übers Wochenende ist oder nicht, werden wir ja sehen. Habe ich jetzt gerade selber nicht im Kopf. Es gibt dafür einmal dieses richtig geile Trikot, was wir da sehen, dann 888 Münzen und ein seltenes Goldset, hoffentlich nicht untradable. Hinzu kommt noch, dass ich hier diese Belohnung kriege, hier diese Belohnung öffne, die man insgesamt bekommt für dieses Einloggen in der Web-App, wenn ich es richtig verstanden habe. Also da stand irgendwas von 111 Tage. Ich warte mal, ich lese es euch mal ganz kurz vor. Muss nur ganz kurz den Screenshot raussuchen hier. Ja, wo ist er? Da ist er. Ja, das ist er. Ganz kurz, dauert eine Sekunde. Ja, wie gesagt, ja, des Hahns und so. Jetzt öffne dich! Verdammt. Der Screenshot öffnet sich nicht, Leute. Da, okay. Wir feiern das Jahr des Hahns in FIFA 17 Ultimate Team, da du dich seit dem Start von FIFA 17 über 111 Tage lang in FIFA Ultimate Team angemeldet hast, schenken wir dir als Stufe 5 Bonus ein Mond neuer Trikot und ein ultimatives Set und wünschen dir viel Spaß damit. Also das ultimative Set ist ein 125k Pack, leider untradable, aber trotzdem richtig geile Aktion auf jeden Fall. Und hinzu kommt noch dieses richtig geile Trikot, was man bekommen hat, ich zeige euch das Trikot gleich mal. Und ja, das habe ich bekommen. Und dann gibt es noch diese Trikot, die harmonieren beide sehr gut. Also eins ist rot, das andere ist gelb, passt denke ich mal. Und der erhaltene Bonus basiert auf der Anzahl der Anmeldetage im FIFA 17 Ultimate Team Konsole, Web App oder EA Sports FIFA Begleit App. Okay, also die Companion App. Seit dem Start. Alles klar, coole Aktion auf jeden Fall. Ich bin Stufe 5 mit 111 Tagen. Und ja, damit habe ich ein ultimatives Set bekommen. Hier kriegen wir jetzt nochmal ein 25k Set, was hoffentlich tradable sein wird, und 88 Münzen. Das Jahr des Hahns, man braucht hier auf jeden Spieler Loyalität. Jedenfalls wenn man so wie ich es macht, tut. Ich denke, das ist die beste Variante, es so zu tun. Man braucht hier wie gesagt 100%ig Loyalität, man braucht Loyalität, Leute. Wobei hier, wenn man hier einen Perfect Link nimmt, hier einen Perfect Link und hier einen Perfect Link, könnte das theoretisch. Ne, es geht ja nicht wegen dem Verein. Also wenn, macht's am besten so und nimmt nur Spieler, die Loyalität haben in eurem Verein. Ansonsten geht es nämlich nicht. Ich muss die auch ganz so komplett umstellen und die haben alle Loyalität, wie ihr seht. Dass alle auf 10 Chemie kommen, bei 6 Spielern, 60 Chemie, brauchen alle 10 Chemie. Ich denke, das ist logisch. Und höher als 10 geht es ja nicht, deswegen ist das, denke ich mal, klar. Mindestens 4 Goldspieler. Ich habe jetzt hier alle Gold genommen, weil, keine Ahnung, ich keinen Bronzespieler im Verein hatte dadurch. Ist, denke ich mal, auch egal. Maximal 2 Spieler mit derselben Nation, maximal 3 Spieler aus derselben Liga, genau 6 Vereine, also jeder Spieler muss einen anderen Verein haben, mindestens 4 Golden, also ihr könnt hier auch noch 2 Bronze nehmen oder Silber, ist egal, und ansonsten 60 Chemie, wie gesagt, jeder braucht Loyalität und 10 Chemie. Hab's jetzt so gemacht, dass ich hier den Strongling mit der Nation genommen habe, dass die auf 10 Chemie kommen hier, 2 verschiedene Vereine logischerweise, dann hier den Spanier, um zwischen den beiden Ligen zu verlinken in dem Fall, auch wieder jeweils unterschiedliche Vereine logischerweise, und hier ebenfalls 2 neue Vereine reingebracht mit einem weiteren Nation Strongling. Hier nochmal ganz kurz die Namen: Pedersen, Elustondo, Dominguez, Pires, Fritz und ja, Ganso ist jetzt eh nicht der schnellste, aber egal. Ich denke, das ist klar. Also wie gesagt, ihr braucht hier, glaube ich, zu 100% Loyalität, wenn ich mich nicht irre. Also ich denke, das haben sie extra so gemacht, dass man das in jeder Variante braucht. Ist ja auch in letzter Zeit häufiger der Fall gewesen, dass man da Loyalität brauchte. Ich habe jetzt, ja, das persönlich so gemacht. Geht relativ schnell, wenn man sich eingefuchst hat da. Ist das auch einfach. Wie gesagt, man braucht halt nur die Spieler im Verein und das ist alles. Ansonsten ist es jetzt nicht so kompliziert. Ja, holen wir uns dann ab. Kriegen 888 Münzen und schließen aber erstmal die Jahr des Hahn Challenge hier ab.
Richtig gute Aktion auf jeden Fall von EA, wie gesagt, feiere ich richtig. Bin mal gespannt, ob da noch mehrere SBCs kommen werden in dieser Zeit oder ob das die einzige wird. Wie gesagt, seltenes Goldset, 888 Münzen gehen auf unser Konto. Das Trikot und das rote da, also dieses hier, Mondneuer Trikot, das hat man bekommen. Sieht richtig geil aus, sehen beide richtig geil aus, wie ich finde. Und ja, deswegen kann man das auf jeden Fall mal machen, wie ich finde. Coole Aktion auf jeden Fall. Gucken wir uns heute nochmal ganz kurz das Team of the Week an, sind auch richtig kranke Spieler dabei. Vielleicht ziehe ich ja irgendeinen untradable. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht in diesen 125k Pack Pogba ziehe, weil ansonsten müsste ich hier in diesem Video Paul Pogba für 0 Münzen abstoßen. Das wäre echt bitter. N'Jamah will ich auch nicht bekommen, den hätte ich auch untradable im Verein. Hatte ich in einem so ein 2-Spieler-Pack, welche, denke ich mal, noch ranschneiden. Und ich werde noch einen weiteren französischen Walkout ranschneiden, die mich in letzter Zeit lieben. Lasst euch überraschen, wer es war. Auf jeden Fall gucken wir uns das Team of the Week an. Sergio Ramos, N'Jamah, Skrittel, Coleman, Kroos, Calhanoglu, Ibarra, Dybala, richtig krank. Cavani auch richtig geil. Würde ich mich sogar drüber freuen, dann könnte ich mir den reinstellen vorne in mein eines Team. Lewandowski auch richtig krank mit einer 93. Rooney noch als pinker Hero da auf der Bank. Eigentlich ist er ja Recordbreaker theoretisch, weil er einen Rekord gebrochen hat. Aber ich denke mal, sie haben es einfach als Hero genommen, weil es ja nur ein vereinsinterner Rekord war. Dennoch noch Draxler mit richtig coolen Werten, er ist linker Flügel. Und ansonsten sind die hier nicht so geil, muss man sagen. Auf jeden Fall coole Infos am Start, leider kein Man of the Match zurzeit draußen, ja, ist jetzt aber auch nicht so wild, muss man sagen. Auf jeden Fall kann man ja hier mal ganz kurz gucken, also, ja, okay, Megaset, die haben einfach mal alle Packs billiger gemacht, es ist dumm, da hätten sie die eigentlich auch billiger machen können, aber okay, 23 Stunden, wie teuer ist das Megaset, 17,5, aber Hauptsache nur für Coins billiger gemacht, dafür Viva Points natürlich nicht, ne, ist das behindert. Ist das dumm, aber okay. Ich würde sagen, dann kommen wir zu diesen Packs. Ich hoffe, das Telefon klingelt das hier nicht nochmal. Na geht, dankeschön. Okay, Leute, öffnen wir zuerst das 25k Pack, was wir von der Challenge bekommen haben. Tradable natürlich, oder hoffe ich einfach mal. Öffnen wir es und gucken, was wir bekommen. Es ist kein Walkout, aber vielleicht ein Inform, okay. Gut, es ist ein 25k Pack. Was soll ich mir groß erwarten? Aber Leute, das Highlight wird es kommen. Marc Bartra hier hinten noch von Dortmund, habe ich glaube ich safe schon, ja, passt. Nehme ich beide mal auf die Transferliste, füge ich Areola noch zum Verein hinzu und stoße den Chiang hier ab. Und Leute, jetzt wird's kommen, bitte EA, irgendeine geile Walkout-Karte vielleicht sogar für meinen Verein als Untradable-Spieler kommt. Es ist ein Walkout. Es ist einmal fucking Walkout. Kommt EA. Was für ein Walkout. Oh mein Gott. Ist das ein Informflagge? Messi. Ist das Messi? Oh, oh. Was? Nein. Was ein Troll. Was ein verfickter Troll, Leute. Da muss noch ein Inform drin sein. Die scheiß Sternschuppe war so mal fucking riesig. Die war so fucking riesig. Ich hatte gerade echt Herzklopfen, weil ich dachte, Messi. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Schnuppe war so verdammt riesig, da muss dann noch ein Inform drin sein. Rechter Flügel, Argentinien, da denkt man natürlich sofort an Messi. Weil die Schnuppe war so wie die von einem 90er-Spiel. Ey, das kann doch nicht deren scheiß Ernst sein. Alter, nein, Mann. Okay, die Maria ist in Ordnung. Ist ein cooler Spieler, falls das gilt und so. Gucken wir an, wen wir noch haben. Lorente, oh mein Gott. Lorente. Jetzt habe ich zwei Informs immerhin untradable. Vielleicht kommt da nochmal eine Inform-Challenge. Wie gesagt, hier, ihr seht es, untradable. Die Maria ist ganz cool. 5-Star Skills, wie gesagt, am Start. Ansonsten noch irgendeine andere coole Karte. Sokrates Kagawa, oh mein Gott. Zwei Dortmunder untradable. Oh, Kante! Nein! Nein! Jetzt muss ich Kante für 0 abstoßen, oder? Warte mal, war der damals untradable? Oh mein Gott, der war nicht untradable. Alter, habe ich jetzt Schiss gehabt. Alter, geil, aber Kante richtig geil untradable. Nice Aktion auf jeden Fall. Ich füge erstmal die vorne alle den Vereinen zu, waren jetzt nicht so krasse. Dann muss ich jetzt hier noch aussortieren und ich würde sagen, Leute, dann war es das schon wieder von mir hier. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz zurück hier und gucke, was sie vielleicht noch drin haben. Nichts, okay. Na Leute, würde ich sagen, war es das von mir, von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen nochmal zwei Pack-Reactions zu geilen Spielern. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein! Ein Inform. N'Jamah! Oh mein Gott, in einem untradable Pack mal wieder. Guckt euch diesen Blick an, das zweite davon. Zwei Spielerpacks, OP würde ich sagen. Nicht schlecht.
Schon wieder ein Walkout. Oh mein Gott, kann nicht sein, Alter. Ah, ist aber nicht so groß, muss man sagen. Wer ist die nächste Nation? Frankreich, schon wieder Pogba oder was? Stürmer? Ach so, Griezmann! Antoine! Kann nicht sein. Antoine Griezmann, Alter. Oh mein Gott. Und dieses Mal, Leute, dieses Mal kann ich ihn verkaufen. Ich kann ihn mal fucking verkaufen. Ja, Mann. Griezmann.